So, da sind wir wieder. Und wir fangen an mit einer neuen Folge von Anno 200, genau, 270. Weil das hier sieht nämlich genau aus wie das Jahr 270. Nein, natürlich 2070 spielen wir, wie in den vergangenen Let's Plays auch schon. Wie macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht? Und ihr müsst mich entschuldigen, dass ich jetzt nicht weiß, worum es geht, denn es liegen schon 2-3 Wochen zwischen dieser und der letzten Aufnahme. Ich muss mich jetzt erstmal orientieren, was wir eigentlich machen wollen. Also, eine Wasserprobe wollten wir nehmen. Also bau keinen Mist. Einfach in der Nähe des Strandes. Dann stellen wir es doch mal genau da in den schwarzen Fleck und nehmen da eine Probe. Mal gucken, was er sagt. Hey. Nicht an dieser Stelle verwendet werden. Noch näher oder was? Okay, da geht's anscheinend. Gut. Log für Missionsziele aktualisiert. Dann hätten wir das auch. Und die Wasserprobe zur Ökotussi. An die kann ich mich ja noch gut erinnern. Alles erledigt? Ja. Als ob ich doof wäre. Wow. Wow, unglaublich. Wir werden die Proben noch genauer analysieren müssen, aber es sieht richtig gut aus. Nur noch wenige Rückstände im Wasser. Ihr Wert für die Firma ist soeben gestiegen. Okay, das freut mich doch. Hey, das war gutes Teamwork. Ohne dich hätte die Sache hier ganz anders ausgesehen. Im Namen der Eden Initiative, danke. Na, da haben wir uns doch mal gleich gut profiliert hier. Ausnahmsweise kann ich Miss Rodriguez nur zustimmen. Sie haben der Firma noch größere Verluste erspart. Leute wie Sie kann die Firma immer brauchen. Nach dem Ausfall von Anlage 13 müssen wir umdisponieren. Wir können die Ziele des Zwei-Jahres-Plans immer noch erreichen. Aber nur, wenn wir sofort mit dem Wiederaufbau beginnen. Achtung! Registriere irreguläre Aktivitäten in diesem Sektor. Herkunft unbekannt. Signal ist kodiert. Oha. Wer kommt denn jetzt? Okay, jetzt erstmal die Mission zu Ende. Super. Gut, ja. Dann, ja, wir haben noch genug Zeit. Stützen wir uns einfach direkt in die nächste. Kampagne 1. So, wo waren wir da gewesen? Ich glaube, ja, Mission 4 müsste das sein. Wir waren Mission 3 gewesen. Ja, genau, Mission 4 kommt jetzt. Unter uns? Eden Initiative bräuchte viel mehr Leute wie dich. Ich habe dem Vorstand von Ihnen berichtet. Alle sind sehr angetan. Okay, gut, dann sind wir jetzt geliebt, sowohl von der einen als auch der anderen Fraktion. Und starten locker flockig in die vierte Mission, weil es kann ja eigentlich gar nichts mehr passieren. Wir haben uns hochgearbeitet. Und ich denke mal, dass es jetzt relativ locker flockig von der Hand geht, mit Unterstützung von beiden Seiten. Nein, natürlich denke ich das nicht. Denn das wäre ja langweilig. Können wir ja gleich endlos Spiel spielen. Wenn ihr das übrigens wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und ich lasse mich natürlich gerne dazu überreden, auch mal ein Endlosspiel anzufangen. Mal ein Endlosspiel zu Let's Playen. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der Kampagne. Und es folgt Mission Warnung. 4. Unbekanntes Objekt registriert. Lokalisiere Quelle des Signals. Koordinaten erfasst. Analysiere Datenübertragung. Fehler 342. Vorgang abgebrochen. Nachricht kann nicht vollständig übermittelt werden. Ich bedauere. Okay.
Geheimnisse der Tiefe. Okay. Dann sind wir wieder hier. Können Sie mich verstehen? Signal gestört. Der Prototyp. Verbindung unterbrochen. Berechne Kurs zur Quelle des Signals. Ah, da guck mal, wie schön leuchtend die Farben jetzt hier auf der Insel sind. Jetzt, wo wir diese Ölpest los sind. Ich kann mal gerade nachschauen. Ah, nee, haben wir noch nicht. Wetterkontrollstation. Achtung, Produktionsstillstand. Also wir können die Umweltbilanz noch nicht steigern. Gut. Die will jetzt, dass wir zu der Quelle von dieser verschlüsselten Nachricht fahren. Genau das machen wir. Aber natürlich im Turbo, wie immer. Mit Vollgas. Signal. Ah, da sind wir doch. Oh, da steht eine Arche. Absender, Devi, Professor Dr. Salman. Position, Leiter von SAAT. Spezialgebiet, Nanotechnologie. Aktuelles Forschungsprojekt. Zugriff verweigert. Sicherheitsstufe 7. Keine weiteren Daten verfügbar. Okay. Es gibt hier ungewöhnlich starke Interferenzen. Ich muss erst die Werte rekalibrieren. Ah, das ist die richtige Frequenzmodulation. Endlich lernen wir uns kennen. Professor Salman Devi, Wissenschaftsleiter von SAAT. Ihre Hallo. Unglückliche Situation ist leider nicht der Grund meines Hierseins. Es ist wegen der Virago, einem frühen Archenprototypen. Father glaubt, dass sie hier ist. Würden Sie mich bei der Suche unterstützen? Natürlich, selbstverständlich. Ich bin wohl etwas überstürzt aufgebrochen in der Aufregung. Nun fehlen mir Instrumente für meine Suche. Könnten Sie mir bei der Beschaffung einiger Komponenten behilflich sein? Auch hier, natürlich. Also, er braucht einen 3D-Lokalisator. Die bekommen wir von Jana Rodriguez. Das ist, glaube ich, die Ökotusi. Und einen Bergungsarm. Den bekommen wir von unserem Chefchen. Halten wir erstmal mal hier bei der Ökotusi an. Professor Devi glaubt, diese Arche sei hier. War ja damals. Die braucht 5 Tonnen Bauzellen. Also bau keinen Mist. Und 5 Tonnen Holz, damit es uns das gibt. Mal schauen, was er benötigt. Die Virago. Global Trust war schon damals an ihrer Technologie interessiert. 5 Tonnen Bauzellen, 5 Tonnen Werkzeug. Die Firma erwartet Ergebnisse. Gut, die können wir direkt schon liefern. 5 Tonnen, was war es gewesen? 10 Tonnen Bauzellen. Da haben wir schon. Ah, das... Ach... Das Hovercraft hat anscheinend nur einen Ladeplatz. Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerecht wieder zurück. Ist. Nehmen wir das Schiff, bevor wir jetzt zweimal hin und her fahren. Muss ja auch nicht sein. Wir wollen ja schließlich die Umwelt schonen. Okay, 10 Tonnen Bauzellen. Und... Aber auch mal 10 Tonnen. Das ist das falsche Schiff, Junge. Das musst du beladen. Richtig. So, und dann... Klicken wir wieder hier oben hin, fahren zurück mit Turbo. Haben Sie den Auftrag zufriedenstellend erledigt? Selbstverständlich. Und denken Sie daran, die Firma will sämtliche Informationen, die Sie über die Virago zusammentragen. Selbstverständlich, Chef. Meister. Großmeister. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt nicht so genau auf die Uhr geguckt, aber wir machen hier mal wieder einen Schnitt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielleicht kann ich da auch mal wieder ein bisschen mehr erzählen als die letzte Folge, denn die war ja doch von Cutscenes ziemlich durchlöchert. Ja, und dann verabschiede ich mich und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder und kümmern uns dann um diese verschollene Arche. Stay tuned, ciao!